Hinsetzen. So, Übergang zum Tee herab. Aussitzen. Ja, rechter Zügel, kleine Parade und die Hand öffnen. So, genau. Nochmal angaloppieren, wieder vorwärts. Nicht in die Speichen greifen, nicht kürzer. Die Zügel waren schon gut, aber du greifst dann gleich nochmal nach. Der soll länger werden im Hals. Er soll den Hals mehr aufwölben können. So, Galopp, hinsetzen. Ja, an der offenen Seite wieder durchparieren. Rechter Zügel, sitzen, kleine Parade und die Hand öffnen. So, gut, wieder angaloppieren, nicht kürzer nehmen. Galopp, ja, genau, mit dem Bein. Ja, richtig, der soll nicht kürzer werden dabei. Gut, nochmal links überstreichen. Ja, gut, ja, gut so. Wieder durchparieren, nein, nicht kürzer, die Zügel bleiben so. Nochmal durchparieren, rechter Zügel, sitzen und beide Hände streichen über. Jawohl, gut, prima. Wieder links angaloppieren, nicht kürzer, Galopp, ganze Bahn und zulegen, nicht kürzer, die Zügel bleiben so. Sitzen, jawohl, dann durch die ganze Bahn wechseln, am Wechselpunkt T herab. Nicht kürzer, so, sitzen bleiben, hinsetzen, bisschen rechts stellen und die Hand öffnen. Ja, so, bleib sitzen, du musst dich nicht an ihm festhalten, gut so. Wieder auf den Zirkel geritten, ja, und rechts angaloppieren, Galopp und, so, gut so, bisschen rechts stellen, rechtes Bein. Ja, sitzen, rechts überstreichen, gut, wieder rechts stellen, bisschen durchstellen rechts, rechtes Bein, nach außen drücken, rechts stellen und wieder überstreichen. Ja, genau, gut. Und ja, macht nichts, wollte gerade sagen, Tee herab, da kann schon Gedanken lesen. Gut, so am Bein, ja, hinsetzen, noch einmal Tee herab. Sitzen bleiben, gut, prima, ja, wir sehen, das Pferd wird vorne jetzt ein bisschen schöner im Hals, er wölbt ihn schon so ein bisschen auf, er hat zwar noch nicht viel Hals, aber so hat er die Chance, den zu entwickeln. Nochmal angaloppieren, sitzen, Oberkörper zurück und hinsetzen, so, richtig so, noch einmal ganze Bahn. Und an der gegenüberliegenden kurzen Seite T herab. Hinreiten, sonst hört er vorher auf. Ja, gut. Kleine Parade. Hinsetzen und überstreichen. Jawohl, prima. Die Ohren gehen jetzt auch nach vorne. Na, so, das sieht schon anders aus. Gut so. Dann noch einmal Scheritt. Line, dann machen wir noch ein bisschen was. Ja, und mit dem Bein, wenn er sich da fast in die Brust beißt, dann musst du ein bisschen fleißiger reiten. Nein, nochmal, so sitzen bleiben, ist gut, nicht ärgern. So, die Hand bleibt stehen, sitzen und, genau, so, das ist besser. So, ein bisschen längerer Zügel und die Hand da stehen lassen, gut so. Dann reizt mal eine Schlangenlinie durch die Bahn mit drei Bogen. Und achte auf das Gleichmaß. Schön gleichmäßig an die Hand rantreiben. Ja, nicht da rumziehen. Aufpassen, Schlangenlinie. Gut. So, schön zur Hand. Gut, dass das schön gleichmäßig bleibt. Gut. Jawohl. Die Hände bleiben ruhig. Sitzen, ja, ein bisschen mehr Körperspannung. Das braucht Bauchmuskulatur. Gut, nochmal, ganze Bahn. Und dann von da oben durch die halbe Bahn wechseln. Ja, sehr schön. Sitzen bleiben, durch die halbe Bahn wechseln und dann an der langen Seite eine große Volte rechts. Ja,
Das sind nämlich jetzt Gleichgewichtsübungen. So, große Volte. Ja, 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 genau. Und immer das Gleichmaß. Gut so. So, sehr schön. Auch nochmal von der anderen Hand die Schlangenlinie. Gut. Und sitzen bleiben. Jawohl. Immer zur Hand. Du musst immer ein bisschen Zug drauf haben, ohne dass er rennt. Das sind ja vermeintlich einfache Übungen, die aber doch korrekt geritten sehr schwer sind, gerade mit jungen Pferden, und die absolutes Gleichmaß erfordern. Und auch da noch einmal bitte wieder die gleichmäßige Anlehnung. Das ist genau wieder das Thema. So ein bisschen mehr Stellung, dass er sich auch nicht da einfach dreht wie eine Bahnschranke, um den inneren Schenkel biegt. Jetzt das rechte Bein. Gut, vorlassen. Jawohl. Jawohl. Und das ist so wichtig für die jungen Pferde, dass sie da wirklich im Gleichmaß gehen. Noch einmal bitte. Das gibt auch Kraft. So, jetzt folgt er schön im Hinterbein. Die Hände bleiben da. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Pferd da so gleichmäßig rumgeht. Das ist wirklich Arbeit. Wir sehen, jetzt wird die Anlehnung wieder ein bisschen schwieriger. Noch einmal durch die halbe Bahn wechseln. Dann an der langen Seite wieder eine große Volte. Genau diese Richtungswechsel sind so wichtig für das Gleichgewicht und auch der Wechsel von der geraden Linie auf die gebogene Linie, dann wieder die gerade Linie. Ja, genau, das auch erstmal im ruhigen Tempo. Wir wollen keinen Stechtrab sehen, keine Spannungstritte. So arbeitet man das Pferd vertrauensvoll an die Hand ran. Das Pferd muss Lektionen gehen, aber keine zu schweren Lektionen, sondern muss sich konzentrieren bei dieser Arbeit und nicht einfach geradeaus mit Gas und Bremse arbeiten, sondern Durchlässigkeit fordern. Und dazu gibt es Übergänge, dazu gibt es Lektionen. Nochmal durch die halbe Bahn wechseln, dann anschließend an der langen Seite Übergang zum Schritt und wieder antraben. So, im Hals behalten, ja, so die Anlehnung, gleich hinsetzen, hinsetzen und wieder antraben. Ja, genau, da, dass er schön fleißig gleich im Takt wieder an die Hand herantritt. Nochmal ganze Bahn und nochmal zum Schritt durchparieren, sitzen bleiben, sitzen, ja, Körperspannung, nicht ziehen und antraben. Ja, schon besser, da war das Antraben schon deutlich besser. Wieder durch die halbe Bahn wechseln. So, jetzt wird der Hals schön. Das Hinterbein fängt an zu schwingen. Wir wollen keine schnellen Tritte, keine Spannungstritte. Und danach wieder Übergang zum Schritt. Hinsetzen, hinsetzen, Kreuz anspannen und antraben. Ja, dranbleiben, gut. Machen wir nochmal an der nächsten langen Seite. Man denkt, das ist einfach, Trab, Schritt, Trab. Aber so einfach ist das gar nicht, wenn es richtig sein soll. Ja, sitzen bleiben. Gut, wir sehen, er kann gut Last aufnehmen und wieder antraben. Ja, prima. So, jetzt einmal zulegen an der nächsten langen Seite. Gut. Jawohl, ein bisschen vor die Hand. Ja, sitzen bleiben. Gut, sitzen bleiben. Noch einmal durch die ganze Bahn wechseln. Nicht kürzer nehmen, darf nicht kürzer werden im Hals. So, und da hinreiten. Ein bisschen mehr. Gut. Jawohl. Noch einmal an der nächsten langen Seite. Und danach leicht traben und die Zügel aus der Hand kauen lassen. So, jawohl. Weiter. Gut. Und jetzt leicht traben. So. Und die Zügel aus der Hand kauen lassen. Jawohl. Ja, jetzt dehnt er sich auch nach vorne, unten. Richtig, ja, genau. Und nicht mehr, er kippt nicht ab zur Brust. Das ist immer wichtig am Ende, das nochmal zu überprüfen. Habe ich richtig gearbeitet? So ist brav. Ja, gut, jetzt kann er natürlich auch wieder hochgucken, aber trotzdem einfach weiter. So, genau. Dann noch einmal Handwechsel. Ruhig noch einmal die Zügel aufnehmen, aussitzen, nochmal durch die ganze Bahn wechseln.
Und dann danach ein bisschen zulegen, rechtes Bein, nicht runterziehen, so. Gut, ja, und weiter. Gut. Und jetzt wieder leicht traben und die Zügel aus der Hand kauen lassen. So, genau. Das ist richtig, prima. Gut, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei den beiden Mädels erstmal für die jungen Pferde. Das war schon mal eine gute Demonstration. Bei diesem hier, bei deinem, na, der kann sich schön entwickeln. Der muss natürlich noch Muskulatur aufbauen. Der ist noch recht grün. Aber wenn der Hals da hinkommt und nicht runterziehen, dann hat er eine Chance dazu. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, Vorsicht mit dem Applaus. Wir haben ja noch ein paar ältere Pferde. Da geht es vielleicht besser. Naja, schauen wir mal. Gut, prima. Dann haben wir jetzt eine kurze Pause, auch mit den Bildern vom Pas de Trois. Und dann geht es aber in 10 Minuten, 15 Minuten spätestens weiter mit interessanten Pferden.